nicht von Engeln bewohnt. Aber es gibt nur diese Stadt, in der man leben möchte. Das große Sterben auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs ist kaum vorbei. Da scheint Berlin schon wieder quicklebendig. Die deutsche Hauptstadt mit ihren 4 Millionen Einwohnern steigt zwischen den beiden Weltkriegen zu einer der bedeutendsten Metropolen der Welt auf. Anders als Paris oder Wien ist Berlin ein Emporkömmling. Rotzfrech und ohne Tabus bietet die Stadt ein Experimentierfeld für neue Lebensformen. Auf die Prüderie der Kaiserzeit folgt hemmungslose Vergnügungssucht. Ein turbulenter Unterhaltungsbetrieb aus Tanzlokalen und Bordellen, Varietés und Kabarets sorgt für ein rastloses Nachtleben. Angereichert mit dem intelligenten, schnellen, spöttischen Witz der Berliner, wie etwa Claire Waldoff mit ihren sozialkritischen Chansons. Besonders so im Mai. Es hat mir einer anvertraut, sie hat einen Bräutigam und eine Braut. Doch das nur nebenbei. Hannelore, Hannelore, schönstes Kind vom Hallschen Tore. Süßes, reizendes Geschöpfchen mit dem schönsten Bubiköpfchen. Keiner unterscheiden kann, ob du ein Weib bist oder ein Mann. Hannelore, Hannelore, schönstes Kind vom Hallschen Tor. Die Schattenseite, das sind Not und Elend in weiten Teilen der Bevölkerung. Nach der Katastrophe des Ersten Weltkrieges und dem Zusammenbruch des Kaiserreiches bestimmen Hunger, Arbeitslosigkeit und unwürdige Wohnverhältnisse den Alltag in den Berliner Arbeitervierteln. Besonders Künstler und Intellektuelle kritisieren die Diskrepanz zwischen Arm und Reich und engagieren sich gegen die sozialen Missstände der Nachkriegszeit. Kurt Tucholsky ist einer der bedeutendsten Journalisten und Gesellschaftskritiker der Weimarer Republik. Politisches Engagement und ausgelassenes Amüsement sind für ihn kein Widerspruch. Oft bis spät in die Nacht arbeitet er mit den Künstlern in den Kabarets. Halb keusche Jungfrau noch und halb Madame. Ich lass dich sachte auf die Wallstadt klettern. Du liebst gediegen, preußisch fest und schwamm. Und dann die nächsten zwei Strophen. Und hinterher bereden wir im Dunkeln. Tucholsky ist mit Mary Gerold liiert. Die Lehramtsstudentin aus Riga hat er als Soldat während der letzten Kriegsjahre kennengelernt. Für beide war es Liebe auf den ersten Blick. Gut sieht er aus. Obwohl er keine Erscheinung ist. Sein Profil ist großartig. Eine hohe, gewölbte Stirn. Eine so schöne Nase, ein sinnlicher Mund und die Augen spitzbübisch. Seine Bewegungen verraten sein überschäumendes Temperament. Durch Jalousien die Bogenlampen funkeln. Du musst nach Hause, es ist nun mal so. Ich weiß schon, will ich weiterschieben. Ich weiß, wie die Man habe ihn falsch geboren, hat Kurt Tucholsky einmal geschrieben. Falsch, das heißt in seinen Augen 1890 hinein in das vom Militär bestimmte Kaiserreich.
Er wächst in einer wohlhabenden jüdischen Familie in Berlin der Jahrhundertwende auf. Tucholsky will zunächst Rechtsanwalt werden, doch dazu kommt es nicht. Stattdessen beginnt er eine Karriere als Journalist, die durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen wird. Noch als Soldat an der baltischen Front wirbt Tucholsky mit einem Gedicht für Kriegsanleihen, kehrt aber als überzeugter Pazifist aus dem Krieg zurück. Jetzt, mit 30 Jahren, ist er ein anerkannter Literat. Er fordert, die Satire müsse beißen, lachen und pfeifen gegen alles, was stockt und träge ist. Seine zahlreichen Veröffentlichungen machen ihn schnell bekannt und seine frechen, Kess-erotischen Chansons bringen ihm das nötige Kleingeld für seinen großbürgerlichen Lebensstil samt Hauspersonal. Zieh dich aus, Petronella, zieh dich aus. Wo stehst du vor mir so bloß und blass mit ohne was, mit ohne was? Sag ich zu dir, Kokettchen, in deinem süßen Bettchen. Und du musst darin flink sein, es kann ja nur dein Ring sein. Zieh dich aus, Petronella, zieh dich aus. Wenn ich an den alten Fontan und sein Berlin denke, fällt mir immer Apfelsinensalat ein. Ich weiß nicht recht, warum, aber daran erinnert dieses Berlin, das längst vergangen ist. Wir hatten ein neues bekommen. Es blühte vor dem Kriege, gedieh und lärmte. Es lärmte vielleicht mehr, als ihm und uns gut war. Und heute, heute nach dem Kriege? Lasst uns einen Rückblick tun, liebe Freunde, und wir sehen mit Schrecken, dass die Satire und der Gesellschaftsspott der Stadt aus dem vorigen Frieden dahin sind. Tucholskys wichtigstes Publikationsorgan ist die Weltbühne, ein Forum der intellektuellen Linken. Herausgeber ist Siegfried Jakobsohn, mit dem ihn eine innige Freundschaft verbindet. Tucholsky! Der ist auf Recherche. Kann Ihnen der Kollege Panther zu Diensten sein? Entlassene Offiziere, Nichtstuerschieber, Emigranten, unzufriedene Beamte. Ein wüster Waffenhandel begann. Punkt. Das sieht mir doch ganz stark nach einem Text von Theobald Tiger aus. Also wenn Sie mich fragen, müsste der Text von Ignaz Wrobel sein. Du rollst wie mein Äffchen. Sie Däblack. Um nicht stets unter demselben Namen publizieren zu müssen, hat sich Tucholsky gleich mehrere Pseudonyme zugelegt. Für Buchrezensionen und Theaterkritiken ist Peter Panther zuständig. Theobald Tiger verfasst seine Kommentare meist in Versen. Kaspar Hauser ist ein melancholischer, etwas weltfremder Philosoph. Die politischen Kommentare schließlich schreibt der bucklige Ignaz Wrobel. Pseudonyme sind wie kleine Menschen. Es ist gefährlich, einen Namen zu erfinden oder sich als jemand anders auszugeben. Ein Name lebt. Und was als Spielerei begonnen, endet als heitere Schizophrenie. Ich mag uns alle gern. Anfang der 20er Jahre erlebt Berlin auch einen geistigen Aufbruch. Wissenschaft und Technik, Theater und Verlage erleben ihre Blütezeit. Literaten, Schauspieler und Maler machen Berlin zum kulturellen Zentrum der Weimarer Republik.
Der Widerspruch zwischen der neu gewonnenen Lebenslust und der alten militärischen Ordnung ruft besonders die intellektuellen Eliten auf den Plan. Mit Dada wollen die Künstler schockieren und sich provozierend absetzen vom Prunk und Pathos der Kaiserzeit. Am Lützowhofer 13 ist jetzt eine Dada-Ausstellung zu sehen. Weil wir sonst keine Sorgen haben. Wenn man abzieht, was an diesem Verein Bluff ist, so bleibt nicht so furchtbar viel. Dada, naja. Aber einer ist dabei, der wirft den ganzen Laden um. Dieser eine ist George Gross. Wenn Zeichnungen töten könnten, das preußische Militär wäre sicherlich tot. Die Fratzen der Majoren und Sergeanten sind infernalischer Wirklichkeitsspuk. Er allein ist Sturm und Drang, Randale, Hohn und Revolution. Berlin baut seinen Ruf als europäische Film- und Theatermetropole weiter aus. Besonders Bertolt Brecht, Max Reinhardt und Erwin Piscator prägen das moderne Theater der Weimarer Republik. In den Studios von Babelsberg entstehen Stummfilmklassiker wie Metropolis, Nosferatu und Das Kabinett des Dr. Caligari. Das neue Massenmedium erlebt einen rasanten Aufstieg. Schon 1921 gibt es in Berlin über 400 Kinos mit 150.000 Plätzen. Die größten und prunkvollsten stehen am Kurfürstendamm. Tucholsky ist einer der ersten, der Filmkritiken schreibt. Seit Jahren habe ich nicht mehr so aufmerksam im Kino gesessen wie beim Kabinett des Dr. Caligari. Fast jedes Bild ist gelungen. Der Mörder in seiner hohen Zelle, eine dunkle Gasse. Man muss an Wunder glauben, um sowas gestalten zu können. Ein Mord wird sichtbar als Schattenspiel an einer gegenüberliegenden Wand. Und zeigt, wie das Geahnte schrecklicher ist als alles Gezeigte. Und dass in diesem Film von einer geraubten Frau ein Schrei ertönt, den man hört, den man wirklich hört. Das soll dem Zuschauer unvergessen bleiben. Ein guter Film. Mehr solcher. Tucholsky trennt sich von Mary und heiratet seine Jugendliebe Else Weil. Sie ist Ärztin und eine der ersten Frauen, die in Deutschland zum Medizinstudium zugelassen wurden. Else entspricht dem Typ der neuen Frau. Unabhängig, selbstbewusst und emanzipiert. Eine nie gekannte Freizügigkeit macht sich breit. Erlaubt ist, was gefällt. Aber natürlich darfst du mich Kurtchen nennen. Aber nur, wenn du wiederkommst. Manche Frauen behaupten, ich hätte sie ins Bett gequatscht. Mit der ehelichen Treue nimmt es Tucholsky nicht sehr genau. Frauen gehen in der Wohnung ein und aus. Und immer wieder kreisen seine Gedanken um Mary. Schon Jahre zuvor hatte er ihr ein Gedicht gewidmet. Sag ich grün, sagst du blau. Will ich tanzen, willst du reiten. Ach, es gilt zu allen Zeiten, Recht hat nur die Frau. Und dich stößt im Mädchenrock immer nur der Bock, Bock, Bock. Er schickt ihr Rosen, nachdem er sie kurz nach seiner Heirat zufällig auf der Straße traf. Das Datum kann man vergessen. Die Frau aber nicht. Liebes Mädchen,
denke, es ist das Schlimmste passiert, was passieren kann. Eine steckengebliebene Liebe. Eine, die nicht zu Ende geliebt ist. Komm wieder. Der Berliner hat keine Zeit. Der Berliner ist meist aus Posen oder Breslau und hat keine Zeit. Er hat immer etwas vor, er telefoniert und verabredet sich, kommt abgehetzt zu einer Verabredung und etwas zu spät und hat sehr viel zu tun. Die reichen Leute fahren in ihren Automobilen herum, sie bekommen eiskalten Sekt, temperierten Rotwein und Frauen aller Wärmegrade. Der private PKW ist ein Luxusgut der oberen 10.000. Während die Bevölkerung auf über 4 Millionen anschwillt, quälen sich neben zahllosen Pferdedroschken und Lastwagen täglich bis zu 4.000 Straßenbahnen und über 600 Doppeldeckerbusse durch das Berliner Verkehrsgewühl. Zum modernen Straßenbild gehört auch der neue weibliche Lebensstil. Ein Drittel der berufstätigen Berliner sind Frauen und verdienen selbstständig ihren Lebensunterhalt. Für sie tun sich in Architektur, Journalismus und Fotografie neue Berufsmöglichkeiten auf. Else Simon, die sich Iva nennt, ist ein Star unter den Berliner Fotografinnen. Beeinflusst von der neuen Sachlichkeit entstehen Klassiker der Fotokunst. Lotte Jacobi ist berühmt für ihre Fotos bekannter Persönlichkeiten. Porträts von Albert Einstein, Klaus und Erika Mann, Kurt Weil und Kurt Tucholsky. In der Malerei zählt Otto Dix zu den herausragenden Künstlern der neuen Sachlichkeit. Für eines seiner berühmtesten Werke steht ihm die Nackttänzerin Anita Berber Modell. Dix malt das Sexsymbol der Weimarer Republik, so alt, wie es nie werden wird, faltig und ausgezehrt. Das Gemälde wird zum Sinnbild einer Epoche. Anita Berber ist die erste Skandalnudel der jungen Republik. Sie schockiert gern und schert sich nicht um die Meinung anderer. Oberkellner. Zwei Flaschen Champagner. Das Klickhoff. Täusche ich mich? Ist die Dame nackt oder habe ich Halluzinationen? Du halluzinierst nicht. Sie ist nackt. Die provokanten Auftritte der Berber sind schon zu Lebzeiten legendär. Kokain und Morphium heißen ihre Tänze. Sie kennt, was sie tanzt. Anita Berber ist drogensüchtig. Sie stirbt mit gerade einmal 28 Jahren. Diese Stadt hat das Kollektivinteresse erfunden. Alle interessieren sich immer zur gleichen Zeit für ein und dieselbe Sache. Neugier und Klatsch zittern im selben Rhythmus. Die Setzmaschinen fetter Zeitungszeilen werden vom selben Motor getrieben. Berlin gibt immer eine Parole aus. Alle 4 Wochen haben sie etwas Neues im Kopf und das beschäftigt sie ausschließlich. Daneben gibt es dann nichts. Eine der vielen Charakteristika für die Provinzhaftigkeit der Stadt ist, dass alle immer von einer Sache besessen sind. Die pumpen sie dann künstlich hoch, blasen sie auf und schwelgen in konstruierter Wichtigkeit.
Das Leben in Berlin wird immer rasanter. Beschleunigt wird vor allem die Kommunikation. In keiner anderen Stadt wird so viel telefoniert und telegrafiert wie in Berlin. Täglich werden 1,5 Millionen Telefonate vermittelt und 120.000 Telegramme aufgegeben. Auch Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierte erleben einen stürmischen Aufschwung. 147 verschiedene Tageszeitungen erscheinen in Berlin. Einige mehrmals am Tag. Als am Vormittag des 24. Juni 1922 ein Attentat auf Außenminister Walter Rathenau verübt wird, berichten die Berliner Zeitungen schon wenige Stunden später von dem mörderischen Anschlag, der Deutschland erschüttert. In dieser Zeit des politischen Terrors belässt es Tucholsky nicht bei seiner publizistischen Arbeit. Er wird jetzt auch politisch aktiv und engagiert sich gegen Rechtsradikalismus und in der Antikriegsbewegung. Drei Minuten Gehör will ich von euch, die ihr arbeitet. Von euch, die ihr den Hammer schwingt. Von euch, die ihr auf Krücken hinkt. Von euch, die ihr die Feder führt, von euch, die ihr die Kessel schürt, von euch, den Jungen und den Alten. Drei Minuten sollt ihr innehalten. Wenn ihr nun wollt, seid ihr alle frei, euer Wille geschehe, seid nicht mehr dabei. Wenn ihr nun wollt, bei euch steht der Sieg, nie wieder Krieg. Immer wieder prangert Tucholsky die zahlreichen politischen Morde und Anschläge an. Er ist Prozessbeobachter für die Weltbühne bei dem Verfahren gegen Rechtsradikale, die einen kritischen Journalisten fast totgeschlagen haben. Dieses Land, diese Mörder, diese Justiz. Schludrige Untersuchungen, faule Ausreden, ein paar Phrasen, milde Strafen, Strafaufschub, Vergünstigungen, weitermachen. Das ist keine schlechte Justiz, das ist keine mangelhafte Justiz, das ist überhaupt keine Justiz. Balkan und Südamerika werden sich den Vergleich mit diesem Deutschland verbitten. Tucholsky kritisiert auch die demokratischen Politiker, die seiner Meinung nach viel zu nachsichtig mit ihren Gegnern sind. Die Morde an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg schockieren ihn. Angesichts des politischen Terrors erscheint ihm sein Schreiben so entsetzlich wirkungslos. Er denkt ans Aufhören. Selbstmordgedanken quälen ihn. Auf Momente der Schwermut folgt oft eine kreative und heitere Schaffensperiode. Für seine Lieder schreibt Tucholsky nicht nur die Texte, sondern macht auch Entwürfe für die Melodien. Fang nie was mit Verwandtschaft an, denn das geht schief, denn das geht schief. Sieh lieber dir eine fremde Landschaft an, denn die Familie wird gleich so massiv. Und seist du auch ein Landesfürst, du wirst schon sehen, mein Sohn, wie klein du wirst. Fang nie was mit Verwandtschaft an, dann bist du wirklich glücklich dran. Die Menschen heutzutage sind alle so nervös. Über jede kleine Kleinigkeit, da wären sie giftig bös. Schimpft einer auf den anderen, dann sing ich voll Humor. Damit er nicht mehr schimpfen soll, mein kleines Liedchen vor.
wer schmeißen da mit Lehm, der sollte sich was schämen, der sollte auch was anders nehmen als ausgerechnet Lehm. Obwohl sie aus dem Ruhrgebiet stammt, gilt Claire Waldorf als Berliner Göre par excellence. Die Sängerin ist bekennende Lesbe. Sie lebt mit ihrer Lebensgefährtin zusammen. Das Paar verkehrt in den zahlreichen lesbischen Nachtclubs der Stadt. Reiseführer der 20er Jahre beschreiben ausführlich auch die homosexuellen Szene, die in Clubs wie dem Eldorado zu Hause ist. Freizügigkeit und soziale Not fördern die Prostitution. Sex gegen Geld ist rund um den Kurfürstendamm an jeder Straßenecke zu bekommen. Das zieht auch Touristen an. Bald schon gilt Berlin im Ausland als Stadt der Sünde und Dekadenz, als Sodom und Gomorra der Moderne. Wenn du zur Arbeit gehst am frühen Morgen, wenn du am Bahnhof stehst mit deinen Sorgen, da zeigt die Stadt dir asphaltglatt in Menschentrichter Millionen Gesichter. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die Braue, Pupillen, die Lider. Was war das? Vielleicht dein Lebensglück? Vorbei, verweht, nie wieder. Das Jahr 1923 ist ein Krisenjahr in jeder Hinsicht. Ruhrbesetzung und passiver Widerstand, Versorgungskrise, Ausnahmegesetze, Putschversuche von rechts und links. Reparationsleistungen und Kriegsschulden stürzen Deutschland in den Strudel einer dramatischen Inflation. Die Bürger, die an ihr Erspartes wollen, werden vor den Banken abgewiesen. Der Staat ist pleite. Die Wirtschaft liegt in Scherben. Als die Notenpressen immer mehr Geld drucken, wird es immer weniger wert. Wer seinen Lohn nicht sofort ausgibt, kann sich schon Tage, manchmal Stunden später kaum mehr etwas davon kaufen. Viele Berliner verarmen. Auch für Tucholsky und seine Verleger wird die Inflation zur Existenzfrage. Seine Auftragslage als freier Autor verschlechtert sich dramatisch. In seinem Privatleben gibt es Turbulenzen. Tucholsky hat zahllose Affären und es zieht ihn zurück zu Mary. Seine Ehe mit Else zerbricht. Als der befreundete Bankier Hugo Simon Tucholsky den Posten eines Privatsekretärs anbietet, willigt er ein und gibt den Beruf des freien Journalisten auf. Am 1. März 1923 tritt Tucholsky zunächst als Volontär in das Bankhaus ein. Doch schon bald empfindet Tucholsky eine starke Abneigung gegen seinen neuen Arbeitsplatz. Dies hier ist nichts weiter als ein schlecht beheizter Warteraum, voll bösartiger Irrer. In seiner depressiven Stimmung flüchtet sich Tucholsky in Späße. Als der Bruder des Bankiers Geburtstag hat, gratuliert er ihm auf seine ganz eigene Art. Zu Ihrem Geburtstag, werter Herr Simon, 1000 gute Wünsche. Minus 10% Kapitalertragssteuer, das macht unterm Strich 900 gute Wünsche. Inmitten dieses Zeitenkollers
gedenk ich zwischen Cents und Dollars. Er hat Geburtstag, Herz sei still. Valuta, Medio, April. Das Schönste sei ihm dann beschieden. Kredit, Saldo und Seelenfrieden. Von beiden wünsch ich ihm ne Masse. Der Tiger aus der Sortenkasse. Nach überwundener Inflation folgt ab 1924 der wirtschaftliche Aufschwung. Jetzt wird wieder konsumiert und sich amüsiert. Zentraler Treffpunkt für Künstler und Intellektuelle ist das Romanische Café. Alle sind sie hier. Egon Erwin Kisch, Bertolt Brecht, Stefan Zweig, Max Liebermann, Georges Grosz und Otto Dix. Tucholsky macht sich hier rar. Dieser Literatenbetrieb, diese Selbstbeweihräucherung der Bohème, ist ihm zuwider. Statt Kaffeehaus zieht es Tucholsky ins Grüne. Seit Mary wieder an seiner Seite ist und er seinen Dienst in der Bank quittiert hat, scheinen seine Depressionen wie weggeblasen. Und ewig werde ich an den Berliner denken, der das Wort der Worte über Paris gesprochen hat. Paris? Was ist denn das für eine Stadt? Hier gibt's ja nicht mal Schokoladenkeks. Berlin ist mit fast 200.000 Juden eines der weltweit wichtigsten Zentren jüdischen Lebens. Ohne die jüdischen Intellektuellen wäre Berlin nicht Berlin. Ihre Ideen befeuern die deutsche Kultur in allen Bereichen. Und der Antisemitismus wird immer bedrohlicher. Dreckiger Judendümmel, wenn du mal aus deiner Redaktion kommst, kriegst du eine gewiss, dass dir Hören und Sehen vergeht. Fort mit dir, lieber Ignaz, nach Moskau zu deinem Kollegen, den Bolschewiki. Dreckige Judensau, ein Deutscher. Obwohl Tucholsky schon Jahre zuvor aus der jüdischen Religionsgemeinschaft ausgetreten war, fühlt er sich durch die antisemitischen Anfeindungen massiv bedroht. Ach, Matzelein. Ich weiß, wie sehr du leidest. Dieses eng und bornierte Land raubt mir irgendwann noch den Atem. Ja, aber ist es das wert? Wenn du wüsstest, wie ich das alles zum Sterben satt habe. Was du brauchst, liebster Mingo, ist ein Land, das das Leben wieder lebenswert macht. Ein Land, wo du wieder frei atmen kannst. Wirklich. Das wünsche ich dir von Herzen. Mein Zentralsonnenfingerchen, das wäre meine, das wäre unsere Rettung. Drei Monate später geht Tucholsky als Korrespondent der Weltbühne und Vossischen Zeitung nach Paris. Zunächst geht er allein, dann, nach der Hochzeit mit Mary, beziehen sie eine gemeinsame Wohnung in Paris. Hier macht Tucholsky die Erfahrung, dass Zivilisten weit mehr gelten als Militärs. Tucholsky kehrt nur noch nach Berlin zurück, um über neue Aufträge zu verhandeln und den Kontakt zur Weltbühne zu pflegen. Auf den ersten Blick präsentiert sich die Stadt weltoffen und modern. Ein trügerisches Bild. Mich? Nein, Tucholsky, ein gewisser Herr Wrobel, das verlangt. Hallo? Ist das der Herr Wrobel? Wer ist denn da? Das ist ja Nebensache. Sind Sie jetzt der Herr Wrobel?
Sie müssen schon so nett sein, sich vor... Ich will mal was sagen, Sie sind ein französischer Lump. Sie nehmen Franken. Sie verraten die Heimat, Sie verdammter Bolschewik. Wer weiß, wo Sie überhaupt herstammen. Sie sollen in Frankreich eine Villa haben, von der Herr Jauner Sie hält. Ist doch nett, mal einen Einblick in diese Welt zu bekommen. Was, Jakobson? Der nationale deutsche Held steht in der Kneipe, sieht sich um, ob auch alle es mitbekommen. Schaltet zum Telefon und legt los, geduckt hinter seiner Anonymität. Das ist deutsch-national. Überfälle auf waffenlose Schüsse aus dem Dunkeln, Schläge von hinten, weglaufen, leugnen, verstecken. Telefonische Schimpfkanonaden, die nicht mal witzig sind. Tucholsky kehrt wieder zurück nach Paris. Auch in Frankreich bleibt er ein kritischer Beobachter der politischen Zustände in Berlin. Als Siegfried Jakobson 1926 völlig unerwartet stirbt, erklärt sich Tucholsky sofort bereit, die Leitung der Weltbühne zu übernehmen. Er verlässt Paris und geht zurück nach Berlin. Der Berliner ist nicht fleißig, er ist immer aufgezogen. Der Durchschnittspariser etwa ist äußerlich betrachtet in seinen Alltagsgewohnheiten ein Kleinstädter. Aber er fällt vor einem chinesischen Attaché nicht auf den Bauch. Das führt beim Franzosen mitunter zu übergroßer Selbstgenügsamkeit. Aber wie viel sympathischer ist sie als die jappende Angst der Berliner Snobs. Und weil diese Stadt nun einmal nicht an den großen Straßen der Welt liegt, so macht sie sich Sensationen, wenn sie keine hat. Berlin ist außer Rand und Band, als erstmals eine Schwarze auftritt, die mit ihrer Komik, Exotik und ihrer Erotik verzaubert. Josephine Baker. Mit ihr entdecken die Berliner den Charleston, den sie aus den amerikanischen Südstaaten mitgebracht hat. Nach Foxtrot und Shimmy ist der Charleston ein weiterer Tanzimport aus den USA. In den wilden Tänzen spiegelt sich die Sehnsucht nach individueller Freiheit wieder. Während Mary in Paris weilt, lernt Tucholsky auf einem Künstlerball die Modezeichnerin Lisa Matthias kennen. Lisa notiert später, die ganze Prominenz war da. Bert Brecht, Georges Gross, Max Liebermann und Kurt Tucholsky. Ein reizender Kerl. Furchtbar vergnügt und beinahe zu witzig. Ein bisschen zu dick im Ganzen. Warum soll ein Mann nicht zwei Frauen lieben? Es kommt nur darauf an, dass es klug anstellt. Oder dass die Frauen einverstanden sind. Ein Vorschlag von ihr. Dabei habe ich viel weniger Talent zum Doppellegen, als du denkst. Lisa ist der Gegenentwurf zu der sanftmütigen Mary. Quirlig, frivol und unternehmungslustig. Während Tucholsky bei ihr sein neues Glück gefunden hat, schreibt er an seine Ehefrau Mary, die in Paris auf ihn wartet. Einmal werden wir zwei auseinandergehen. Einmal will der eine den anderen nicht mehr verstehen. Lisa stammt aus einer wohlhabenden jüdischen Kaufmannsfamilie und betreibt ihr eigenes Modeatelier. Als Tucholsky sie kennenlernt, ist sie bereits in zweiter Ehe verheiratet mit einem Kollegen der Weltbühne.
Tucholsky kann schon bald den ungeliebten Posten als Herausgeber der Weltbühne an Karl von Ossietzky abgeben. Er fühlt sich von einer Last befreit. Jetzt schreibt er wieder als freier Journalist. Neuerdings betätigt er sich auch als Schallplattenkritiker. Wer meine Lieblingsplatten hört, schlägt die Beine über den Kopf zusammen. Mir aber erfreuen sie das Herz. In dieser unbekümmerten Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs wird der Mythos der goldenen 20er geboren. Tempo, Vergnügen und Konsum heißt die Devise des Berliner Bürgertums. Dass diese Jahre nicht für alle so golden sind, dokumentiert kaum ein Künstler besser als Heinrich Zille. Mit Sozialkritik und Humor zeichnet Zille den Alltag der einfachen Menschen im Berliner Arbeitermilieu. Zille ist auch eng mit Claire Waldoff befreundet. Die Sängerin scheint dem Pinsel Heinrich, wie sie ihn nennt, direkt aus der Feder geflossen zu sein. Als Zille im August 1929 stirbt, widmet Tucholsky ihm einen Nachruf in der Weltbühne. Zweiter Aufgang, vierter Hof, wohnen deine Leute. Kinder quieken, na, so doof. Gestern, morgen, heute. Liebe, Krach, Geburt und Schiss. Du hast gesagt, wie es ist. Grimmig war es eigentlich nicht. Mal traurig und mal munter. Dir wartet ja nicht lächerlich. Mutter, schmeiß Stuller runter. Leierkastenmelodien. Menschen in Berlin. Wochen später löst der sogenannte Schwarze Freitag eine weltweite Wirtschaftskrise aus. Die Wirkung auf Deutschland ist katastrophal. Massenarbeitslosigkeit und bittere Not sind die Folgen. Innerhalb eines Jahres steigt die Arbeitslosenzahl von 1,4 auf 5 Millionen. Es kommt zu Aufständen von rechts und links. Vor allem die Nationalsozialisten profitieren von der Krise. Tucholsky erkennt schon früh die in Deutschland heraufziehende Gefahr. Gemeinsam mit seinem Freund, dem Grafiker John Hartfield, entsteht 1929 Deutschland, Deutschland über alles. Ein Buch voll beißender Satire und scharfen Protest. Es ist ja nicht wahr, dass jene, die sich national nennen und nichts sind als bürgerlich-militaristisch, dieses Land und diese Sprache für sich gepachtet haben. Weder der Regierungsvertreter im Gehrock noch der Oberstudienrat noch die Damen und Herren des Stahlhelms allein sind Deutschland. Sie reißen den Mund auf und rufen im Namen Deutschlands. Sie rufen, wir lieben Deutschland, nur wir lieben es. Es ist nicht wahr. Wir sind auch noch da. Es ist ja so schön, im großen Strom der Masse mitzuschwimmen. Windstoß und Wasserrichtung tragen das Schiff. Und wenn es dann so stolz dahin segelt, denken die Leute, es fahre aus eigener Kraft. Nichts aber ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter, als sich in offenem Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen, nein,
Nach Aufenthalten in Frankreich und in der Schweiz geht Tucholsky 1930 ins schwedische Exil. Lisa besucht ihn. Doch schon Monate später erkaltet ihr Verhältnis, bis es schließlich zerbricht. Von Schweden aus arbeitet Tucholsky weiter für die Weltbühne. Als Ignaz Wrobel schreibt er eine Glosse mit weitreichenden Folgen. Gab es 4 Jahre lang ganze Quadratmeilen Landes, auf denen war der Mord obligatorisch, während er eine halbe Stunde davon entfernt ebenso streng verboten war. Sagte ich Mord? Natürlich Mord. Soldaten sind Mörder. Daraufhin wird der Herausgeber der Weltbühne, Karl von Ossietzky, angeklagt, der bereits des Landesverrats beschuldigt wird. Tucholsky schreibt kaum noch. Er fragt sich, was seine zahllosen Texte gegen die Feinde der Republik denn überhaupt gebracht hätten. Tucholsky ist gesundheitlich schwer angeschlagen, was seine melancholische Stimmung noch verstärkt. Es wird einsam um ihn. Der Kampf um die Macht ist auch ein Kampf um Kulturhoheit, in dem von den Nazis als verjudet verunglimpften Berlin. Wie der Mann knutschen, drücken, küssen kann. Engagierte Künstler, die wie Claire Waldorf an Berlin festhalten, bekommen den Hass der Nazis unmissverständlich zu spüren. Deutsche Männer, deutsche Frauen, wollt ihr euch diesen Dreck wirklich anhören? Natürlich wollen sie das hören. Deswegen sind sie ja hier. Komm! Den Nazis missfällt die im Volksmund hinzugedichtete Strophe auf Hermann Göring. Rechts Lametta, links Lametta und der Bauch wird immer fetter. Und in Preußen ist er Meester, Hermann Hester. Den Ungeist der Vergangenheit, den Flammen anzuvertrauen. 1933 verbrennen die Nationalsozialisten auch Tucholskys Schriften. Verschlinge Flamme auf die Schriften der Tucholsky und Ossietzky. Tucholsky schreibt an einen Freund, dass unsere Welt in Deutschland zu existieren aufgehört hat, brauche ich Ihnen wohl nicht zu sagen. Und daher werde ich erst einmal das Maul halten. Gegen einen Ozean pfeift man nicht an. Zweieinhalb Jahre später, am 21. Dezember 1935, stirbt Kurt Tucholsky an einer Überdosis Schlaftabletten. Zahlreiche Künstler und Intellektuelle haben Berlin längst verlassen. Kultur, die nicht den Vorstellungen des NS-Regimes entspricht, ist verboten. Die einst flirrende Metropole hat ihren Lebensgeist verloren.
Wir haben das Recht, Deutschland zu hassen, weil wir es lieben.